Ja, hallo Freunde, ich bin's wieder für euch. So, als erstes werden wir mal hier gucken. Ja, also ich muss euch vorab erstmal eine Info geben. Ihr habt euch bestimmt gefragt, warum ich so wenig Clips jetzt die letzten 3 Tage rausgehauen habe. Es liegt daran, dass mir es wieder gesundheitlich, ich muss es euch sagen, nicht, dass ihr denkt, ich hätte keinen Bock mehr oder so. Ja, gesundheitlich geht es mir nicht ganz so prickelnd und deswegen, ich weiß nicht, es kann morgen wieder gut sein, es kann aber auch eine Woche lang so gehen, aber auf jeden Fall versuche ich mindestens 1 bis 2 Folgen pro Tag rauszuhauen, weil, ja, wie soll ich euch das erklären? Es ist einfach blöde, meine Laune ist tief im Keller, obwohl ich jetzt hier eigentlich mit euch normal spreche. Und die Schmerzen, die ich habe, die sind auch extremo. Ja, und deswegen versuche ich, ja, mein Ich Bestes muss in und Reichweite der euch Fernsteuerung bleiben. nicht hängen zu lassen. Nicht, dass ihr denkt, wirklich, ich habe keinen Bock mehr oder ihr könnt mich mal kreuzweise. Nein, das ist auf keinen Fall so. Es ist halt so. Und ja, ich wollte euch nur darüber informieren und ich bitte um Verständnis. Ich hoffe, ihr habt sie. Aber ihr seid alles erwachsene Menschen und könnt dieses sehr wahrscheinlich auch gut Das sieht aus, verstehen. als läge es dir sehr zu, Crow. Gut, aber jetzt machen wir erstmal weiter mit Ritterrätseln. Und ja, ich habe, glaube ich, hier noch eine Bombe gesehen und einen Milizstützpunkt. Ja, gucke ich erstmal. Moment. Das könnte aber auch unter mir sein, die Trophäe. Ja. Jeps, da ist er. Naja, ja, wir müssen ja nun mal halt vorwärts kommen mit den Ritterrätseln. Ich weiß es jetzt gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Fotorätsel haben wir ja noch. Seinen Biss? Knochen? Ich kann mir nur einen vorstellen, dass das irgendwas mit. Weißt du was, Betsy? Ich werde dich vermissen. Wenn du Killer nicht Croc? eins Halt doch mal ernst die Fresse, nimmst, Joker. morgen werde ich den Verstand verlieren. Ja, wahrscheinlich. Mit Killer Croc zu tun hat, aber keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Nee. Aber irgendwie bin ich mir sicher, dass. Ja, irgendwo muss es ja sein. Hier drin vielleicht? Aber Killer Croc? Wow, hier drin wurde aber auch gewütet, das sage ich dir. Aber Knochen. Irgendwas mit Knochen? Keine Ahnung, fangen wir erstmal an. Ja. Oh, Objekt außer Sichtweite. Ah, nicht schlecht. Außer Sichtweite. Da liegen. Nee, ist es nicht. Jetzt hätte ich gedacht, hätte ich gefunden. Oh, da ist es schon. Aber wo liegen da die Knochen? Da links lagen Knochen. Ja, nee, ich lese nicht vor. Ich lasse einfach mal stehen, weil ich lese es jetzt mal selber mit. Und ja. Ihr könntet euch dann ja auch durchlesen in aller Ruhe. Dann schauen wir mal. Stählerne Wälder. Kompletten Frachtraum des Luftschiffes aus. Jetzt lese ich schon laut, sorry. Ja, ich lese extra jetzt nicht laut vor, weil ihr wisst ja, wie es ist bei mir mit dem Lesen, ist das nicht so ganz so prickelnd. Nee. Ich sag ja, ich werde immer nervös dabei. Ja, absolut. Sekunde. So. Ein kleiner Hüsterchen. Oh, erstmal einen Schluck trinken. Eiskalte braune Limonade, ja. Nee, ich mache doch keine Werbung für was, weil ich nicht bezahlt werde. Hallo. Ja, was, ich muss auch mal sagen, ganz ehrlich sagen, dass die Leute Geld verdienen wollen, das verstehe ich ja. Aber ich habe mal gesehen in einem, ich habe besser gesagt, da wo ich geguckt habe, in einem Halbstunden-Video, alle 5 Minuten. Im Moment, ist ja gar nicht wahr. Entschuldige, alle 3,5 Minuten. Alle 3,5, 4 Minuten. Werbung. Alter, da kriege ich doch als Zuseher, kriege ich doch Plack auf die Zähne. Ernsthaft. Ja.
Naja, oh, das Stück Fleisch da ist schön zum Grillen da. Lecker. So. Und ich bin fertig. Ja auch? Nicht? Gut, dann warte ich noch mit. Dinda, dinda, dinda. So. So, jetzt lass uns erstmal kurz rausgehen, auf der Karte gucken. Da hinten ist noch was. Und. Ah, zerstörbares. Also müssen wir jetzt mit dem Autoken durch die Prärie reiten. Ja. Das reicht. Exzellent. Oh, so lecker. Ja. Ah. So. Nun. Oh, da ist eine Drohne. Kriege ich die? Kriege ich die? Komm. Ja, vielleicht nicht completely, aber. Na, na? Ja, doch, jetzt habe ich sie. Ja. Ich glaube, zwei Stück haben wir hier noch. Ja. Yes. Mann. Also kein Problem hier. Oh, jetzt muss ich mir mal beeilen. Ja, sonst ist die wieder außer Reichweite und ich muss da hinterher fliegen. Gar kein Sender zu. Zack. Und. Tschüss. Yeah. So. Nee, die Drohnen sind weg. Wir haben hier noch einen Militstützpunkt und einen Sprengsatz. Ja, oh, brutzeln. Yeah, geil. Ich liebe es, ehrlich. Ja, die mit den Gummischossen zu beschießen oder am besten ist brutzeln. Ja, vor allen Dingen die Menge. Ja. Oh, Moment. Ah, okay. Ja, ich kann sie gebrauchen, die Autos. Ja, genau, komm. Ja, was wohl? Dich in der Luft sprengen, du Nasenbär. Oh, da ist die. Oh, was ist das denn? Ja. Yes, da bist du ja schon, Kamerad. Mal gucken, was da so ausplaudert, die Keule. Hä, wieso? Ach, deswegen. Kommt ihm doch einer zur Hilfe. Au! Ach so, ihr seht den Anzug, den ich anhab? Ja. Und. Moment. Reden wir über den Riddler. Ja, habe ich mir gedacht, du Sackneugänger, ehrlich los. Hau ihm was vor das Brett und dann ist gut. Genau. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Absolut, ja. Ja, egal. Und den kriegen wir auch noch. Jawohl. Und tschüss. Den brauchst du ja auch nicht mehr. Ist ja auch nicht mehr notwendig. Nee. Oh ja. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. So. Na, jawohl. Ah, da ist der Milizstützpunkt. Wo ist denn jetzt? Da lang, wo führt der mich hin? 300 Meter? Aber wir müssen erstmal die Polizei retten. Ja. Ups. Das war falsch. Ja. Naja, gut. Wo führt er mich denn jetzt hin? Ach so, der hat den Wagen im Visier. Oh nein. Ich habe keinen Bock drauf. Gekennzeichnet ist es. Ja. Aha. Nee. Da vorne, genau. So, dann holen wir uns die erstmal. Ja. Sauber der Mann. So, dann haben wir dieses, oder? Machen wir jetzt erst den, die Bombe im Kopf? Ja, komm. Da vorne müssen so ein paar Meter. Ja, die Dinger, die sind auch nicht schlecht. Hier ist dann so richtig schön angepisst, immer wenn du die retten willst. Was der sich einfallen lässt, echt, das ist echt der Hit. So. Irgendwo in der Nähe befindet sich ein Schläger mit einer Mikrobombe an dem Ort, wo seine Manieren sein sollten. Aber wem
sage ich das. Wir wissen doch beide, dass Menschen wie er nicht zu retten sind. Nicht zu retten sind. Ja, du schon mal gar nicht. Absolut no. So, komm ran hier. So, jetzt fängt die Sucherei an, ja. Gucken wir mal, wo der ist. Jo, du bist der Hellste. Ja, es ist du? Noch nicht zu spät beizutreten. Der Pinguin sucht immer nach neuen. Aber das wird jetzt zu weit. Ja. Da ist Riddlers Opfer. Da ist er schon. Und die anderen habe ich gesehen, die sind auf 4, 3 Stück, glaube ich, noch auf Miagani Island. Ja. Ich weiß nicht, 3 auf Miagani Island und ich glaube irgendwie. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube noch eine, ein Sprengsatz ist da, glaube ich, noch. Ja, dann haben wir Miagani completely erledigt. Ja. Ja. What? Jetzt geht der. Der ist doch jetzt durchgegangen, oder? Oder ich war so blind. Yeah! Ich glaube, dass ich vielleicht. Erledigt. Ha, das beweist nichts. Ne? Nicht, solange du nicht alle rettest. Ja, müssen ja alle retten. Sonst gehen die Kameraden. Ja, und dann, sonst haben wir nicht alle Ritterrätsel. Genau, da. Was ist das? Ein offenes Heim bietet Bett und Speise. Aber ist sein Leiter eher verrückt oder weise? Das ist das mit dem Obdachlosenheim. Ja, das ist klar, ist das hier. Aber welches ist das jetzt? Da unten. So erleuchtet? Nur kann ja sein. Jo, alles klar. Toller Vater, ehrlich. Objekt zu klein. Was steht da? Nee. Außer Sichtweite. Zu klein. Tolle Wurst. So wie ich sehen konnte, haben sie echt tolle Wurst. Zugesetzt. Es ist keine gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute Nacht. Naja, wenn du meinst. Genau, die Feuerwehrleute habe ich ja auch noch nicht alle. Ah, da haben wir es schon. So sieht das aus. Ja, gut, das mit den Neon wäre auch ein bisschen, ja. Das ist ein bisschen Obdachlosenheim. Und machst da richtig, gibst du Kohle aus für Neon und dann, ehrlich. Genau. Lass kurz stehen und drückt auf Stopp und dann ist gut. Ja. Wurde gut. So, da ist die Trophäe. Mal gucken, wo die ist. Bestimmt wieder irgendwo, weil er zu weit außen ist, irgendwo reinfliegen oder irgend so weit. Das ist durchaus möglich. Dass er wieder irgendwo reinfliegen muss. Ja. Oder? Ich wette, mit diesen Miliztypen werde ich fertig. Na, wenn du meinst. Ja, doch, da. Ich hab's gerade gesehen. Ja. Da reinfliegen. Oh. Aber wo ziehe ich mich hoch? Jo, danke. Du bist aber sowieso richtig. Ja, kein Bock oder was? Ja, sicher. Kann's noch ein bisschen. Psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem kranken Spiel? Nein? Ja, was ist los? Kann ich das nicht oder bin ich. Oder hat er keinen Bock? Ja, genau. So. Ich ahne es wieder. Ich hatte jetzt probiert. Pass mal auf. Ich komme da nicht in einen direkt rein. Pass mal auf. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn das passiert. Ja. Okay. Aber ich muss. Ja. Ah, die geht doch. Ach so, ich muss noch eins sagen. Also, ich bin richtig hell erfreut, dass ihr so viel Interesse an mir zeigt, also besser gesagt an der Spielweise oder an dem Spiel und wollt nur gucken, naja, gut, gucken wir mal, wie der spielt und nee, also es sind zahlreiche Leute und die Leute, von denen ich ein Abo habe, finde ich riesig, dass ihr mich weiter so verfolgt und deswegen werde ich mir auch weiterhin so eine Mühe geben, euch ja, weiter Freude zu schenken,
Und welche Spiele, weiß ich noch gar nicht alle. Ich habe mir jetzt gerade erst, ich habe gestern kurz angefangen, aber ich habe schon gemerkt, da habe ich keinen großen Sender mehr zu gehabt. Gran Turismo 7, ja, hat mein Sohn mir geschenkt, aber ich glaube, das habe ich schon zweimal, dreimal gesagt. Aber egal, das ist, macht mir eine riesige Freude. Ja, das ist, ich bin mit Gran Turismo groß geworden. Ich habe Gran Turismo 1, 2, 3, 4. Dann kam der Prolog raus. Ja, Gran Turismo 5. Ja, 6 weiß ich jetzt gar nicht, glaube ja. Dann Gran Turismo Sport und jetzt Gran Turismo 7. Also da bin ich ein Riesenfan von, ja. Aber, ich will euch das mal erklären, warum ich nicht mehr Spiele raushau. Ja, ich kann Spiele nur spielen, wenn ich voll dahinter stehe. Und ich will mir die ja selber angucken. Ja, deswegen mache ich das, ja. Weil ich kann es nicht leiden, weißt du, so tausendmal Werbung drin und ja. Und hier kann ich selbst entscheiden, ob ich rede oder nicht rede oder so wie heute viel Stusslaber. Und aber wie gesagt, das ist nur eine Info an euch. Ja. Yeah. Ja. Hi. Oh, der ging aber gut. Au. Ja, sobald was zu fliegen dazu kommt, dann bin ich. Oh, 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 oh. Jawohl. Ja, treffen muss ich schon. Herrgott. Boah, ja, wo es mir schon vorgraut, ist auf, ich weiß nicht, auf Founders Island, die unter der Brücke. Die, das ist ja auch alles so eng hier. Aber da kommen, glaube ich, 40 Stück. Ja. Und boah, das wird echt Heavy Metal. Ja, das ist die schlimmste Bombe da, die für mich da ist, auf jeden Fall. Ups. Nein. Oh, Alter. Na? Ja, treffen solltest du schon. Herrgott, nochmal. Ja. Ja, logisch. Ne, sobald wir zu fliegen dazu kommt. Moment. Oh, oh, oh. Nein. Sobald wir zu fliegen dazu kommt, bin ich letzter. Ja, deswegen spiele ich auch keine Ballerspiele oder irgend sowas. Nee. Ich habe das mal probiert, weil mein Sohn hat wie heißt das nochmal? Call of Duty, COD, ne? Aus lauter Jux und Dollerei hatte er das mal auf der PlayStation 3 ist das glaube ich gewesen. Und ich habe das mal gemacht. Ich kam keine Sekunde oder zwei Sekunden weit, ehrlich. Absolut nicht. Nee. No way. Ach ja. Oh, weg. Was haben wir denn noch? Oh, 4 Stück. Nein. Ja, ja, logisch. Schick mir die Rechnung. Ey. Oh. Yes. Mithilfe der Winde kann ich eine kontrollierte Explosion auslösen. Ich würde es doch hoffen, wenn ich das kann. Jawohl. Eine beachtliche Leistung. Ja, absolut. So einen Kampf habe ich seit diesem Gemetzel in Kurak nicht mehr gesehen. Erinnert mich an damals. Ah, Deathstroke. Ja, den müssen wir auch noch. Oh ja. Da müssen wir auch noch dran. Ja. Genau, nehmen wir jetzt mal den Milizstützpunkt. Oh, da hinten, schnell. Jo, da fahre ich vorbei. Da kommen wir runter kriegen. Yes. Ja, was macht der da? Gut. Was macht er denn da? Denkst du fest? Es ist Batman! Du kannst dem Riddler treu bleiben. Oder am Leben. Was auch immer du willst. Naja. Entscheidung. Oh, Stacks Luftschiff. Ja, da haben wir jetzt schon das dritte Ding gekriegt. Ja. Ja,
Ja, da sind ja noch welche. Muss ich ja auch überall noch hin. Ja, da kommt ja auch noch das Hauptquartier, wo wir ja waren, vom Arkham Knight. Ah, hier ist ja schon der Milizstützpunkt. Ja, da müssen wir ja auch noch hin. Da gibt's ja Nordturm und Südturm. Oh ja, das wird auch noch prickeln. Ja. Ja, aber wenn ich dazu sehe von 243, ich weiß jetzt nicht wie viel noch und keine Ahnung. Ich schätze mal noch 80 Stück oder so. Aber da haben wir. Oh. What? Da ist nur einer? Ja, Tatsache, einer. Ich habe auf so gut wie jedem Kontinent gekämpft. Ja, ist ja gut. Deutsche? Nein. Das hört sich so an, der steht da unten und. Trinken. Immer schleicht er sich an, erwischt die Leute unvorbereitet. Dieser Feigling. Naja. Warte mal, dieses Ding. Ja? Na gut. Wenn du das sagst. Diese Waffen reichen schon, den mach ich fertig. Ja, ist ja gut, Kumpel. Nicht, dass ich etwas gegen einen spannenden Nahkampf hätte. Wäre nicht schlecht, heute ein bisschen Übung zu bekommen. Nein. Oder? Wow, schnell weg. Ey, Alter, wie oft soll ich denn? Na, endlich. Boah, der hat sich nicht bewegt, ernsthaft. Na, jetzt muss ich da natürlich wieder hin. Erstmal blenden. Los, komm. Oh, aber da müsste jetzt gut gehen, ja. Ja, scheiße ist. Auf Wiedersehen. Du bist nicht so gut, wie du glaubst, Batman. Du hast schon lange keinen echten Kampf mehr bestritten. So, aber so langsam würde ich mal sagen, machen wir mal hier Schluss gleich. Erstmal gucken. Habe ich da denn noch was? Wird auf Schnelle. Ja, da ist noch ein Fragezeichen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Dingens. Koordinatenrätsel. Ja. Ja. Erstmal hin. Ja, das ist ein Koordinatenrätsel. Erstmal hoch. Erstmal gucken. Weil die Koordinaten suchen ist manchmal ziemlich heftig. Ja. Aber die suche ich dann mal auf locker ohne euch. Und schalte mich aber dann wieder dazu. Ja, weil das kann schon ein bisschen dauern, wenn man nicht ungefähr weiß, wo das ist. Aber ich würde sagen, wisst ihr was, Leute, ich mache jetzt erstmal hier Schluss und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, ich würde sagen, bis dann.